Dramatische Rettungsaktion in Kenia. Mit der finanziellen Hilfe durch Luftfahrt ohne Grenzen konnte in letzter Minute eine lebensnotwendige Operation durchgeführt werden. Organisiert hatte den Eingriff LOG-Mitglied Markus Dietz. Die Operation heute Morgen, ich war mit dabei, ist sehr gut verlaufen. Ohne große Komplikationen, und es wurde die Zyste aus dem Bauchraum entfernt. Und ich kann nur eins sagen, wenn das nicht zustande gekommen wäre, hätten wir diese junge Frau, diese junge Mutter von 7 Kindern zu nahezu 100%iger Sicherheit verloren. Sie wäre gestorben an der Sache. Die Kinder der jungen Frau Kashuta Gambi besuchen das Galaan River Schulprojekt von Markus Dietz in Mwanza. Als ihre Mutter über starke Unterleibsschmerzen klagt, fährt sie der gelernte Rettungssanitäter ins Star Hospital nach Malindi. Hier wird der Mutter die kokosnussgroße Zyste entfernt. Ohne Behandlung wäre das mit Sicherheit auch an Betracht der Tatsache, dass wir mit unserem Schulprojekt oder dem Landwirtschaftsprojekt so weit weg sind vom Krankenhaus und vom Arzt. Das sind über 3 Stunden Fahren mit dem Geländewagen, das sichere Todesurteil gewesen. Noch während Markus Dietz die 28-jährige Mutter ins Krankenhaus transportiert, stellt Luftfahrt ohne Grenzen die nötigen Spenden für die Rettungsaktion in Höhe von 2000 Euro bereit. 24 Stunden später ist Kashuta Gambi gerettet. Auf diesem Weg nochmal aus Kenia. Vielen Dank an alle, die hier so tatkräftig unterstützt haben. Schon in wenigen Tagen wird Markus Dietz die junge Frau in ihr Dorf zurückbringen und die Arbeit an seinen Hilfsprojekten wieder aufnehmen. Ich werde weiterhin hier versuchen, mein Bestes zu tun, um dieses Projekt weiter voranzubringen, um diese Primary School hier, die in einer wirklich unwirklichen Gegend sich befindet, ohne Strom, ohne fließendes Wasser, das Projekt voranzubringen. LOG-Projektleiter Markus Dietz hat so zum Beispiel gerade erst Wasserpumpen installiert, mit deren Hilfe Maisfelder bewässert werden können. Damit ist das Überleben vieler Familien in diesem Jahr gesichert.